Beim Kauf meiner Töpferscheibe bin ich natürlich auf eine billige China-Variante gestoßen für knapp 200 Euro. Ich wollte nicht wirklich mehr Geld ausgeben, weil ich nicht wusste, ob ich das Ganze dauerhaft bringen werde. Ich habe es nie gelernt und wollte einfach bloß mal probieren, wie das ist, an der Scheibe zu drehen. Ja, und letztendlich bin ich bei hängen geblieben und muss sagen, ich bin doch angenehm überrascht. Hier schneide ich mir zuerst den Ton zurecht. Ich werde den Ton nicht abwiegen. Es reicht mir völlig aus, wenn ich gleich große Stücke habe. Die Form verändern sich sowieso beim Drehen und auch beim Abdrehen nachher, sodass ich da nicht auf eine genaue Grammzahl achte. Die zugeschnittenen Teile werde ich dann ordentlich durchkneten, dass der schön geschmeidig wird beim Drehen. So, und daraus sollen nun meine ersten vier selbstgedrehten Tassen entstehen. Ich habe auch kein richtiges Bettsystem, weil, wie gesagt, das ist eine billige China-Töpferscheibe ohne großes Shishi. Und ich habe mir hier diese Gipsform selber zurechtgebastelt und habe da drin eine unglasierte Kachel. Und auf diese unglasierte Kachel bringe ich den Ton nur auf und versuche ihn zu zentrieren, um mir dann daraus meine Tassen zu drehen. Den Ton ziehe ich mehrfach hoch und drücke ihn mit dem Handballen auch wieder nieder, um ihn dann auch schön zu zentrieren. Wie gesagt, das sind meine ersten Versuche. Nachdem ich kleinere Gefäße gedreht habe, möchte ich jetzt nunmehr doch vier gleichmäßige Tassen herstellen. Und das Zentrieren klappt auch von Mal zu Mal besser. Es ist noch nicht perfekt, aber ich bin eigentlich doch schon ganz zufrieden. Nach dem Aufbrechen des Tons ziehe ich ihn in mehreren Zügen zu einem Zylinder hoch. Wichtig ist dabei natürlich, dass immer schön viel Wasser verwendet wird, damit das Ganze nicht zu trocken wird und immer schön in der Hand gleitet. Zum Hochziehen werde ich die Maschine etwas langsamer laufen lassen. Beim Zentrieren lasse ich sie immer etwas schneller laufen, aber zum Hochziehen empfiehlt es sich wirklich, da langsamere Stufen einzustellen. Das geht viel besser. Thank you.
Zirkel habe ich mir die Maße vorher eingestellt, damit ich die Tassen auch relativ gleichmäßig hinbekomme. Einmal für den Durchmesser, für den oberen und einmal für die Höhe. Das Maß nehme ich nun ab und stelle es mir fest ein, damit die folgenden Tassen in etwa die gleiche Höhe haben. Nachdem die Tassen nun etwas getrocknet sind, haben sie den lederharten Zustand erreicht. Ich versuche sie jetzt hier abzudrehen. Man sieht schon eigentlich, dass die doch recht unregelmäßig geworden sind. Ich hoffe, ich kann es durch das Abdrehen etwas ausgleichen. Zum Abdrehen werde ich nur die Gefäße oben am Rand befeuchten und dann auf die Scheibe direkt aufdrücken. Das reicht in aller Regel auch aus. Man kann aber auch die Seiten am unteren Bereich nochmal mit Ton befestigen. Dann ist man, glaube ich, auch auf der ganz sicheren Seite, dass einem die Gefäße nicht beim Abdrehen wegrutschen. Ich glätte das Ganze noch mit einer Metalldrehschiene nach, dadurch wird die Oberfläche auch schön verdichtet. Den Fuß drehe ich dann mit einer kleineren Drehschlinge ab. Ich beginne von innen und fahre nach außen, um den Rand zu erstellen. Das mache ich in mehreren Schritten und ganz vorsichtig. Wichtig ist natürlich, dass der Boden auch eine entsprechende Stärke hat. Wenn ihr den zu dünn abgedreht habt, sollte man vielleicht keinen Fuß drehen, sondern bloß die Tasse erstmal glatt erstellen.
gehe ich nochmal mit einer Silikondrehschiene über die Tasse und glätte somit den oberen Bereich. Als Oberfläche habe ich mir überlegt, werde ich Streifen in die Tassenkörper einziehen, sodass im Prinzip nur eine grobe Struktur nachher erkennbar ist, die ich dann überglasieren werde. Dazu markiere ich mir auf der Ränderscheibe mit einem Bleistift die Einheiten, sodass auch die gleiche Anzahl der Striche entstehen können. Die ziehe ich dann mit einem Schaschlikspieß nach und werde die dann anschließend mit einer Ziehklinge bzw. mit einer Drehschiene einritzen. Anschließend wasche ich die einzelnen Rillen nochmal mit Wasser aus und lasse die dann ordentlich über Nacht trocknen. Thank you.
Für die Henkel rolle ich mir etwas Drehton aus. Der soll in etwa auch die gleiche Konsistenz haben wie die Tassen. Dazu benutze ich zwei Leisten, um eine gleiche Höhe zu erhalten, und forme mir die entsprechend zurecht. Anschließend nutze ich auch gleich diese Leiste, um die gleichmäßige Breite zu erzielen, und schneide dann den entsprechenden Rand noch ab. Das mache ich viermal, wie gesagt, insgesamt für die Tassen. Glätte sie noch ein bisschen und dann werden sie an die Tassen angebracht. Nach dem Angarnieren der Henkel versäubere ich die Ränder noch vorsichtig, den überstehenden Schlicker entferne ich, und dann dürfen die ganzen vier Tassen ganz in Ruhe und unter einer Folie trocknen, gehen dann anschließend in den Sprühbrand und werden glasiert. Bei den Glasuren habe ich mich innen für eine weiße Glasur entschieden und außen für eine grün gesprenkelte. Den oberen Rand habe ich nochmal mit etwas dunklerer Glasur verziert, sodass ich da auch noch schöne Effekte erziele. Und nach dem zweiten Glattbrand, auch wieder bei 1260 Grad, sind die Tassen endlich fertig und endlich zum Frühstück bereit.